Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, Far Cry Primal. Ich begrüße euch herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir befinden uns auf Missionstour. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, wo wir da gewesen sind. Das ist ja schon mittlerweile wieder ein bisschen her, wo ich gespielt habe. Aber nun gut, ich kann ja da mal... Mein Gott, ich muss mich kurz entschuldigen, ich muss heimlich aufstoßen immer so ein bisschen. Das liegt daran, ja, weil ich noch vor der Aufnahme eine fette Lasagne mir weggeknuspert habe. So, wir reisen mal hier ganz schnell hin und werden dort eine Mission angehen, die ich, ja, ein bisschen machen möchte. Und auf dem Weg dorthin können wir auch ein Lagerfeuer oder beziehungsweise einen Außenposten erreichen. Warte mal eben. Musst du nochmal eben heimlich einen Schluck trinken, dann geht's sofort los. Warte. So, pass auf. Wo sind wir denn jetzt hier? Da müssen wir hin. Okay, dann geht's jetzt los. So. Ja, mein Gott, Far Cry Primal. Ich bin total begeistert, was diesen Titel angeht. Ich sag das immer wieder gerne. Und ja, was bleibt mir eigentlich zu sagen? Was ich immer wieder sagen werde, ist natürlich auch, dass... Puh, ich weiß gar nicht, wann die Folgen ein Ende haben werden. Ich glaube, wir müssen nach oben, dort, wo der Wolf ist. Denn das wird doch, denke ich mal, ich vermute mal, dass es weit über 100 Folgen werden. Ach, guck mal, ein Äffchen. Und ein bisschen den Wolf häuten. Dann können wir das nämlich auch mal eben machen. So, was haben wir hier? Oh, Südstein. Nehmen wir mit. Wenn wir schon einmal dabei sind. So. So, die Aufnahme hinkt ein bisschen hinterher, aber das stört jetzt nicht. Upsa, es läuft alles, das ist wichtig. So, da oben sind auch Wölfe. Interessiert mich jetzt herzlich wenig. Wir wollen nämlich da oben zur Mission gehen. Und außerdem, kleinen Moment, bevor wir jetzt zur Mission gehen. Hier ist nämlich ein Außenposten. Der liegt direkt straight auf dem Weg. Das heißt, wir müssen hier unheimlich vorsichtig sein. Ich hatte mal eben... Die ist tot, ne? Kriegt man da... Von den Schlangen kriegt man gar nichts. Das ist ein bisschen... Gab es damals wirklich schon Schlangen? Ich bin so ein bisschen überfragt, bin ich ganz ehrlich. Der Außenposten müsste normalerweise eigentlich hier liegen irgendwo. Habe ich denn jetzt wieder den langen Bogen? Ja, den habe ich ausgewählt, sehr schön, weil... Ja, in der letzten Folge habe ich... Ich Idiot, wie ich ja bin. Das ist ja staatlich anerkannt, dass ich auch ein Idiot mal sein kann. Dass ich den Kurzbogen über benutzt habe. Kann das... Ach, da oben ist es. Ah, da oben. Und natürlich wird es jetzt Nacht. Wie kommen wir denn... Ich glaube, wir kommen da rauf. Geh weg, du Äffchen. Entschuldigung, aber wir brauchen ein bisschen Affenfett. Affenfett macht mich nett. Affenfett und ich gehe ins Bett. So, pass auf. Gehen wir mal nach oben. Und dann schauen wir uns mal an, das Lager. Weil es liegt ja quasi auf dem Weg. Und ja, missionsmäßig müssen wir ja sowieso hier lang. Da bin ich sehr gespannt. Und es wird Nacht. Das ist natürlich sehr, sehr feierlich. Ich werde mal eben hier unseren... Nein! Ich werde den wegschicken. Der hat jetzt so laut gebrüllt, die haben das oben bestimmt nicht gehört. Auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht. Kann es sein, dass wir hier lang überhaupt müssen? Bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin ganz schön wagemutig gerade. Geht's... hallo? Oh, ich sollte vielleicht demnächst mal abnehmen, dann komme ich auch hier durch. Ich mit meiner dicken Wampe. Dann passt das auch. Wo geht's denn? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nö. Ich dachte, hier gibt's irgendwie vielleicht was Besonderes oder so, aber anscheinend... Naja, gut. Dann gehen wir mal zurück. So. Ich glaube, hier ist schon das Lager. Oh ja, wir sind schon mittendrin, statt nur dabei. Und ich bin... Ich glaube, hier pennt jemand. Kann das sein? Ich habe gerade jemanden schnarchen gehört. Ich bin so ein bisschen vorsichtig jetzt, was das angeht. Ich muss mal schauen. Ist einfach mal eine Beutetasche. Jackfell. Boah, wie geil. Ich wollte den Pfeil gar nicht anzünden, aber okay. Wenn wir schon einmal... Was höre ich denn hier für Geräusche? Wer schnarcht denn da? Ruhe da oben! Muss ich mich wieder beschweren gehen? So, Südstein, nehmen wir mal mit. So, pass auf.
Takedown? Ach, hier. Da wäre ich jetzt beinahe drüber gelaufen. Da liegt noch jemand. Hier. Das ist unheimlich brutal und unheimlich mies. Versuch mal irgendwie nach oben zu kommen. Ich glaube, die pennen nämlich alle hier. Kann das sein, dass sie alle pennen? Dass sie alle am Pennen sind? Ich kletter mal eben rauf. Warte mal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Da ist jemand. Die hat das gesehen. Die Frage ist nur, wo? Das ist einer so eine Bombentante, glaube ich. Wie kann die uns denn hier durch den Stein sehen? Das würde ich gerne mal wissen. Und vor allen Dingen, wer? Wer und wo hat uns denn gesehen? Der andere ist doch da am Pennen. Ich gehe mal schnell hier lang. In der Hoffnung, dass wir hinten rum huschen können. So, pass auf. Ah, hier geht's wieder raus. Boah, wie hübsch mit den Sternen. Okay. Pass auf, müssen wir mal gucken. Uah, da war... Hier läuft jemand. Warte mal. Kommt bestimmt hier lang, pass auf. Ich pack der Frau direkt mal an die Brust. Weil ich so ein notgeiler Attacker bin. Ich schmeiß mal den mal hier hin. Da liegt die gut, da schläft's auch. Komm, lass uns lieber machen. So. Hier könnte auch jemand sein. Da ist jemand. Ziehen wir direkt mal mit. In der Hoffnung, dass es keiner mitbekommt. So. Wird die bestimmt keiner finden. Nochmal eben schnell in die Hülle umschauen, ob hier noch jemand ist oder so. Dass wir niemanden verpassen. Aber ich glaube, wir haben ja soweit alle... Aber eine coole Hülle haben, die muss man ja mal sagen, ne? Das ist schon... Ist schon voll geil. Und die können hier unten, sind die schön windgeschützt. Ja gut, Türen und Fenster gab es ja nicht, aber vor Regen und so ist das schon. So. Ist natürlich die Frage, wo sind hier die anderen? Ich probiere mal eben was, warte mal. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt natürlich die gute Frage, wo sind wir und... Da sind wir, glaube ich. Können wir uns eigentlich auch mal sehen? Ich würde uns gerne mal sehen, aber es glaube ich, das funktioniert nicht. Wäre natürlich geil. Ich will mich mal sehen. Okay, pass auf. Lass mal gucken. Sind denn da läuft noch jemand? So. Ist er auch schon mal weg? Jetzt braucht natürlich die Eule so ein bisschen so eine Abklingzeit. Aber wir können jetzt weiter schleichen und wissen schon mal, dass die patrouillieren hier auch. Oh, guck mal, Rotblatt, nehmen wir mit. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Yeah. Survival. Boah, das sieht voll aus wie so ein Turok-Setting. Entschuldigung, wenn ich das immer wieder sagen muss, aber das ist so... Ja, nun gut. Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit der Story dann weitergeht. Ob es wirklich... Ob es wirklich so einen Twist gibt, dass man... Dass man dann wieder so ins Heute zeitmäßig geht oder ob dann irgendwann die Geschichte einfach. Ob die Geschichte dann einfach vorbei ist. Okay, muss noch jemand sein. Das würde mich mal echt interessieren, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, es wird wieder Tag. So, haben wir die Nacht schon mal überstanden, das ist schon mal sehr schön. Da ist. Kommen wir von hier aus hin? Oh, da ist ein Gegner.
Oh, da sitzen zwei. Gefährlich. So, pass auf, da müssen wir mal gucken, wie viele wir hier noch haben. So, da. Es müssen noch drei. Da ist noch ein Horn, wo sie Hilfe rufen können, aber das sind nur drei Leute. Einer, der Hilfe rufen kann, oder beziehungsweise zwei Leute. Und der eine ist ein ganz normaler. Okay, pass auf, da gucken wir mal. Der geht weg, das heißt, wir können den schon mal killen. Die werden wahrscheinlich natürlich dann jetzt auch gleich. Das war so klar. Wir gehen mal in die andere Richtung. So, pass auf. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht... Dass es vielleicht hier ein bisschen taktischer ist. Wo ist der andere? Da oben ist der andere. Mal wieder in die Geduckt-Haltung. In die Stealth-Haltung. So, Achtung. So, der ist schon mal weg. Was mit ihm hier? Ruft er jetzt Hilfe? Nein, ne? Also noch nicht. Da ist noch ein Horn, was wir zerstören können. Verdammt. Das geht so nicht. Scheiße. Ich dachte, man kann das mit dem Bogen, aber wieso treffe ich das denn nicht? Ah, okay, jetzt. Sehr schön. Gucken, vielleicht takedownen wir den auch. So, da kann er schon mal keine Hilfe mehr rufen. Ich takedown den jetzt mal. Pass auf. So, der nächste Außenposten, den wir befreit haben. 7 von 15 beansprucht, jawohl. Kein Alarm ausgelöst, gibt 1500 XP Bonus. Yeah! Sehr schön. Wo ist er hingefallen? Hier, ne? Ja, da. Ich sehe es manchmal gar nicht. Manchmal so arg dunkel. Ach, ich war noch in der Geduckthaltung. Ich habe mich schon gewundert. So, dann bauen wir mal ein paar Hölzer hier, paar Bögen. Sehr schön. Haben wir den Außenposten auch befreit, ohne Alarm auszulösen. Jetzt müssen wir mal auf die Karte mal eben schauen. Oh, wir können was herstellen. Warte mal eben. Da gucken wir doch direkt mal ein. Wir können hier Fähigkeitspunkte vergeben. Zwei Stück haben wir. Was haben wir denn hier unten jetzt für Fähigkeitspunkte? Die Effekte von Nahrungsrezepten wirken statt 90 Sekunden 120. Okay. Stelle zwei Stachelbomben her. Statt eine im Waffenrad her. Die dafür benötigte Anzahl der von Rohstoffen bleibt gleich. Das ist auch sehr schön. Stelle zwei Keulen anstatt eine her. Gilt für alle Keulen. Dafür benötigte Anzahl von Rohstoffen bleibt auch gleich. Was ist hier mit Mammut? Reite mehr Bestien, nachdem du sie gezähmt hast. Säbelzahntiger und... Oh, Blutfang-Säbelzahntiger und Braunbären. Boah, wie geil. Das machen wir mal. Kostet zwei Fähigkeitspunkte. Weil wenn wir sowieso... Wenn wir demnächst sowieso noch ein paar... Bestien bekommen, die wir zähmen können durch unseren Bestienmeister. Oh, das wird richtig lustig. Oh, wir können hier, ah geil, wir können hier Sailors Hütte jetzt. Sehr geil. Weil wir haben Mammuthaut, dann machen wir den nächsten Mal Sailors Hütte. Achso, ich wollte auf die Karte schauen. Machen wir den nächsten Sailors Hütte und wir wollten jetzt erstmal hier diese Mission machen. Dort werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen ja quasi für jeden Einzelnen von... Ah, Südhorn. Nimm mal mit. Wir sind ja für jeden... Ja, geh du mal da rein. Für jeden Einzelnen bei uns im Dorf müssen wir ja quasi so Missionen machen. Das finde ich auch sehr interessant, weil normalerweise kennt man das ja immer nur so, ah ja, ja gut, jeder hat zwar quasi seine Mission, aber... Es tut mir leid. Ich nehme die Federn mal mit. Wo ist der andere denn hin? Okay. Jeder hat quasi so seine Mission und die einen haben Nebenmission, die anderen haben Hauptmission. Aber hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alles irgendwie so Hauptmissionen sind. Weil alles so ineinander irgendwie harmoniert. Weil in den letzten Folgen haben wir ja hier, nicht, war das für Sailor? Doch, für Sailor haben wir ja gesammelt. Dieses Blatt da. Und...
Oh, was ist denn hier los? Warte mal. Lass uns erstmal gucken. Psst. Ach, das sind unsere, ne? Okay, ich dachte schon. Was hier schon wieder los ist im Urwald? Voll die Demo. So. Und was wollte ich gesagt haben? Ja, und auch für die anderen so. Das sind so irgendwie Missionen, die so irgendwie ineinander greifen. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß ja nicht, wie eure Sicht der... Ich glaube, das war oben. Eure Sicht der Dinge ist... Weil ich muss hier alles abgrasen. Das ist... Oh, Fred Feuerstab wieder gekriegt. Sehr schön. So, nehmen wir auch mit. Und wir müssen mal gucken, dass wir den nächstes Mal wieder jagen. Warte mal, kann ich den zähmen? Nein, kann ich noch nicht. Oder? Seltener schwarzer Löwe. Nee, den haben wir ja noch nicht. Den würde ich gerne haben wollen. Ich frage mich, ein Dachs, was soll der bringen? Der kann zwar schleichen und stärker, der aber Tempo ist so, naja. Blutfang-Säbelzahntiger. Vielleicht ist der das ja. Warte mal, ich probiere mal was. Geht da jetzt einer... Geht da jetzt einer hin? Ah, guck mal. Ah, wie geil. Okay. Ich kann ihn noch nicht zähmen. Ich hau ab. Ciao. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt zähmen, aber, Oh, der hat uns gesehen. Scheiße. Ich schlag mal ein paar Haken. Vielleicht kriegt er mich dann nicht. Ciao. Jungs, ich bringe euch was mit zum Spielen. Was Spannendes. Und Schokolade. Geh weg. Da ist noch einer. Wo muss ich hin? Da oben. Hallo, mein Freund. Gehörst du zu uns? Gehört er zu uns? Ja. Ciao. Ich verzieh mich mal. Ich habe euch da nur was mitgebracht. Ich wollte euch nur da das Tigerchen mitbringen. Da könnt ihr ein bisschen streicheln. Ist für ein Streichel zugedacht für euch. So. Erstmal hier rauf. So. Und gucken uns das Ganze mal an. Na? Du Drecksack. Ja, suchst du mich, wa? Wer sieht mich denn hier oben? Ach, der da. Natürlich, das ist... Ja, gut, okay. Kann ich akzeptieren. Ich wechsle mal wieder auf die große Keule. Ich hab schon mit der Keule gesagt. So. Hier nehmen wir noch ein bisschen Südstein mit. Krabbeln wir mal ein bisschen ab. So. Ich höre schon wieder einen Säbelzahntiger. Mal eben meinen Finger. Ah, gerade biegen. Aua. Ah, das ist... Ah, ja. So. Warte mal eben. Ich ruf mal eben meinen Kumpel, ja? So, was haben wir hier Schönes? Hilf Urki, sich vor den Udamen zu schützen. Das machen wir mal. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Urki. Ash, Urki, Udam, Pash. Urki, Udam, Mamasha. Udam, Urki, Karsa. Ich feiere den Typen voll. Buriquala, Urki, Sahuata. Tikauti udam guarui, malmashta, nashashwebal. Umana. Nashashwebal. Nashash, wabal! Urki shash wa kauti dousa! Ushash, urki yihwada. Ushash, urki yihwada. Shash kauti dahamas, hafu pao song, waru shanchi! Wir machen Steinhaut für aufhaltenden Speer, okay. Ja, das klingt ja vielversprechend. Müssen wir jetzt ein paar Steine sammeln gehen? Stark wie ein Stein. Okay, besorge den. Finde besondere Urki-Steine. Ja, dann müssen wir mal gucken. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das für besondere Steine sind. Klettern wir mal runter hier.
Hose. Nein! Oh, ich verdrück mich damit immer. Es tut mir leid. Ich bin das nicht gewohnt, dass L2 unten ist, also nach unten irgendwie. Ich bin das irgendwie von Rennspielen gewohnt. Naja. Oh, haben die sich gerade verkrochen? Hast du gesehen? So. Müssen wir mal schauen. Oh, hallo Ziege.